So, willkommen zurück zu Resident Evil 4. Letztes Mal haben wir das große hohe Tier dieses Dorfes gesehen, nämlich den Bürgermeister Mendez. Den Big Boss hier. So, jetzt schauen wir uns mal weiter um. So, zuerst mal platzen wir hier erstmal rein. So, der ist auf jeden Fall getriggert. Und zack. Gut, der ist der Einzige hier. So, spart man Munition. Benutzten wohl auch Toiletten. Das sieht nach zivilisierten Menschen aus. Ja, es waren zivilisierte Menschen. Und es war, na, so ein bisschen Munitionsverschwendung. Das muss das Bild zur Küche sein. Hoffe, Ashley geht's gut. Es war ein bisschen Munitionsverschwendung, dass wir das gerade gemacht haben, denn da drin ist eigentlich gar nichts. Aber gut, für die paar Schuss kann ich es schon entbehren. Hier allerdings gibt's eine schöne Brandgranate. Die gefällt mir schon mehr. Dann haben wir hier noch, oh, lecker Pesetas. So. Die Bewohner dieses Hauses hier nennen sich wie normale Menschen. Es waren auch normale Menschen, bevor sie halt, ja, diese Form bekamen, die sie jetzt haben. Und da haben wir ein Ei. Braunes Hühnerei. Das gibt uns nämlich Gesundheit zurück. So, und da vorne sehen wir auch schon, ja, Ärger. Den können wir aber gleich mal schon mal, ja, zumindest schon mal anschießen. So, jetzt werden nämlich gleich ziemlich viele Zombies kommen. Ich habe auch schon gerade eine gute Idee, wie ich das mache. Und sie gerade jetzt speichern können da drüben. Naja, gut, jetzt muss ich das schaffen. Na, es war jetzt zwar nicht ganz so gedacht, aber was soll's. Drei Schuss davon. Wow. Der muss auf jeden Fall weg. Wow. Das war knapp. Flammengranate? Nee. Obwohl. Ah, nee. Scheiße. Okay, merke niemals Pistole gegen diese Viecher. Das wirkt nicht. Das können wir halt skippen, das haben wir nämlich schon gehört. Dann die Cutscene nochmal triggern. Kennen wir schon.
So, den im Klo lassen wir mal in Ruhe. Und können wir uns am besten jetzt gleich. Obwohl, erstmal will ich hier speichern. Fällt mir nicht. Der muss ganz schnell sterben. Oh gut, der ist schon mal weg. Sollte mir merken, ihn vielleicht zu messern, wenn er am Boden liegt. Das wäre etwas vorteilhafter. Das Scharfschützengewehr muss auf jeden Fall getuned werden. Das ist mir noch ein bisschen zu schwach. Ich sehe, da oben ist ein Nest und da ist bestimmt was Tolles drin. Ja, und leider hat das gerade auch ihn da getriggert. Naja, ich hätte ihn messern können, scheiße. So. Mal schauen, wer ist jetzt schneller von denen? So, die ist schon mal weg. Wow, Freundchen. Nicht mit der Tür ins Haus fallen. Nicht mit der Tür ins Haus fallen. Das ist nicht besonders nett. Okay, das kann ich kombinieren. Jetzt fehlt mir noch ein gelbes Kraut. Die gibt's halt nicht überall. Da oben gibt's auch noch was. Oh, schnell! Na, ah, ich glaube schon zu spät, oder? Wobei. Oh, das war jetzt volle Kanne Verschwendung. Okay, was ist denn jetzt mein strategischen Rückzug? So, kommen die alle zusammen oder kommen die einzeln?
Darauf habe ich gewartet. Jetzt, wenn ihr aufmacht, gibt es schöne Überraschung. Der mich nicht gerade getroffen hat. Ich glaube, die beiden wollen auch eine Abreibung haben. So. Ziemlich viel TMP-Munition. Ich glaube, es wäre doch gar nicht mehr so verkehrt, dieses Teil zu kaufen. Weil Munition zu haben, ist schon recht praktisch. Gerade so für einen Notfall ist das echt praktisch. So. Und wir kommen wieder hier raus. Niemals so vorbei. Ich habe null Schuss davon. Ich muss überlegen. Ich frage mich, klappt es jetzt, wenn ich mich hier verschanze, oder klappt es immer noch nicht? Das hat ja damals nie das hat ja damals nicht funktioniert, als ich hierauf wollte. Mal schauen, ob die jetzt das gleiche machen oder ob die hierauf kommen. Ich kann nicht weiter gucken als hier oben. Wo stecken die? Oh! Ach du Scheiße! Ich bin tot. Ja. Können mich töten. Interessant, die kommen also nicht darauf. Gut, das heißt, dieser Trick wird schon mal nicht funktionieren. Oh,
Da liegt was Schönes, was mir gefällt. Gewehrmunition, die brauche ich jetzt. Wow. Schnell rein da. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt in eine kleine Sackgasse verbaut. Ich habe keine Wahl, ich muss das jetzt so versuchen. Drei Schuss. Oh Mann, die müssen jetzt sitzen. Die haben auch gesessen. Mich gerade ziemlich gerettet. Aber wir sind noch welche. Es ist noch nicht vorbei. Lol. Schwach. Sind die anderen? Ach, da oben. Moment mal, wenn die da oben schon stehen, bietet sich das gerade sehr schön an. Nummer 1. Und Nummer 2. Gut, Musik ist aus, das heißt, das war der letzte. Also auf dem Friedhof war der. Auf dem Friedhof waren die restlichen. Und dieser Munitionsmangel gefällt mir nicht wirklich. Man könnte zwar viele messern, aber lohnt sich jetzt mehr bei Haufen oder wenn sie gerade einzeln stehen, beziehungsweise einzeln liegen? Na, hier wäre was Schönes gewesen, aber egal. Dann benutzen wir das halt später. So, was können wir denn mit dem Schlüssel Schönes machen? Ich glaube, jetzt können wir nämlich hier das verschlossene Tür öffnen. Eine Tür ist irgendwelche Symbole. Stimmt, jetzt können wir den Zinglin-Schlüssel benutzen. So, wir kriegen ein bisschen Munition. Zwar nur für die Pistole, aber egal. Immerhin etwas. Und wir können speichern.
Wenn du Hardmode spielst, ist es mehr auf so, glaube New Game Plus ausgelegt, so wie ich das erfahren habe bei dem Spiel. Das heißt, es ist ein Einzelspieler, man müsste es erst durchspielen, damit der Modus schwer freigeschaltet wird. Ich wurde auch schon gefragt nach dem Modus schwer, aber den werde ich nach dem. Ja, ich werde ihn, glaube ich, versuchen, denke ich mal. Ob ich ihn jetzt schaffe, ist noch nicht garantiert. Wenn, dann muss ich ihn erstmal trainieren. Das ist nämlich nicht ganz einfach. Wir haben eine Menge Schätze hier. Das da zum Beispiel. Dann haben wir noch. Ich glaube, das ist ein Spinell da oben, oder? Na, das ist ein Spinell. Dann haben wir da noch was Schönes. Noch ein Spinell. So. Und hier treffen wir. Unseren alten Freund wieder. Oh yeah. Und fremder Glück mit den Medaillen gehabt? Denk daran, du musst 10 oder mehr treffen, um eine Spezialpistole zu erhalten. Oh ja, und die macht so ziemlichen Schaden. So. Den größeren Aktenkoffer kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich kann aber auch das Maschinengewehr ziemlich gut gebrauchen. Zuallererst mal den Aktenkoffer. Jetzt haben wir schon mal mehr Platz. So, jetzt fehlt uns aber noch ein bisschen Besitters für die TMP. Wir haben auch ein paar Schätze dabei. Will ich erstmal noch nicht verkaufen. Kann sein, dass ich den noch gebrauchen kann. Aber wir haben Spinell, das 5-mal. Dafür kriegen wir 10.000. Is that all, Stranger? Thank you. Rubine lasse ich erstmal, obwohl. Ah, I'll buy it at a high price. Ja, doch. Thank you. Die jedoch. Ah, I'll buy it at a high price. Obwohl, nein, noch nicht. Ich will erstmal schauen, ob man da noch was mit kombinieren kann. Beim Bierstein sagt er. Ja, weil noch was fehlt. Und die sagt er auch. Zu wert. Nicht wertvoll genug. Wenn die Kopfbedeckung tatsächlich nicht kombinieren lässt, dann werde ich sie tatsächlich verkaufen. Ich werde mir aber jetzt die TMP kaufen, denn Waffen werde ich gebrauchen können. So, drehen wir mal ein bisschen das Teil. Den Barsch, wie gesagt, den behalte ich noch als Heilung. Nur ein bisschen aufräumen noch im Inventar. Ich weiß nicht, reicht es noch, um die Feuerkraft zu erhöhen von der TMP? Thank you. What are you buying? Ja, das reicht. Is that all, Stranger? Thank you. Ja. Können wir erstmal so lassen. Kapazität wäre zwar auch nicht schlecht, aber. Das lassen wir noch. Gut, Leute, ich werde zurückgehen und speichern. Das war's für heute von Resident Evil 4. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.